Tja, das Warten hat ein Ende. Endlich geht's weiter. 48b, glaube ich, sind wir mit der Durchnummerierung. Warum kam jetzt so lang nichts? Also eine Woche lang. Ganz einfach, es kam wieder mal alles anders als geplant. Am letzten Sonntag bin ich erst spät nachmittags heimgekommen von zweitägigen Betriebsausflug. Dann habe ich mein Polo gemacht die Woche. Zwischendurch bin ich mal direkt nach der Arbeit am PC eingepennt. Das heißt zwischendurch, ich glaube, das war zwei oder drei Mal die Woche. Einfach Maus kaputt. Und ja, jetzt habe ich halt gesagt, die Woche fange ich alles langsam an. Ja, also deswegen kann sich auch das Video heute den ganzen Tag durchziehen. Was machen wir? Wir machen die Schilder außen hin, machen noch die zwei Blumenkästen hin. Ja, und dann überlegen wir uns noch, was wir heute noch in der Grillkota Feines machen. Ja, das ist mal der Tagesplan. Und was ich sonst noch alles so mache heute, aber ich glaube auch nicht viel. Einfach mal ein bisschen ruhiger angehen. Aber wichtig ist, es geht weiter. Und zwischendurch kommt die Sonne raus. Boah, die blendet gleich geil. So Leute, der Grillschrankgestell wird hier reinkommen. Na. Und zwar so, warum wird hier reinkommen? Na ganz einfach, es kommt noch was dazu. Sollte man hoffentlich bis Mitte nächster Woche bekommen. Und deswegen bleibt es heute noch weg. Schwupp. Also, ich denke mal, das werden wir ungefähr, ja, doch, das werden wir in diese Höhe machen. Und dann, na, wo ist er, der Blumenkasten? Ja, aber du, ich denke mal, den in diese Höhe. Ja, doch, so machen wir das. Erst einmal vorbohren und dann geht's weiter. Also, ich kann es bloß wiederholen, es war meine Idee, dass wir das dahin machen, weil man darf ruhig sehen, von wem die Hütte ist. Tja, und dann mache ich die Blumenkästen hin. So, somit wäre die Optik von vorne fast fertig. Wie gesagt, das da oben fehlt dann noch und jetzt schauen wir mal schnell rein. Hey, was liegt denn da? Ja, erstmal hinhocken hier. Also, das wäre jetzt das komplette Gitter. Also, haben wir auf der kompletten Fläche zum Grillen. Und wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Hier diese, ja, Wokpfanne schreiben sie. Pfändle halt. Und mit dem werde ich heute mit Sicherheit, oder ich glaube, dass ich heute mit Sicherheit damit noch was machen werde. Aber das ist dann ein anderes Video. Was ich jetzt noch mache, sind endlich die Bretter unten in die Ecken noch ringsrum, sowie die hier. Und die kommen halt unten drunter.
Die spackse ich jetzt auch noch schnell fest. Und danach schaue ich, ob ich kleine Schräubchen da habe. Und dann werde ich dann noch die Leuchtringe. Hui, da leuchtet bloß einer von denen. Jetzt leuchten beide. Die Lichtschlangen dann auch noch komplett fertig fixieren, so wie ich das vorhatte. Ja, und dann wäre es für heute mit der Bastelaktion auch schon erledigt. Ja, also wie gesagt, hier muss ich mal noch kleine Schräubchen organisieren. Unten drunter sieht man das so. Ja, die Bretter in der Ecken sind alle drin. Ich bin am Überlegen, wo habe ich eigentlich meinen Bauhelm gelassen, was wir heute Abend noch zum Essen machen hierherin, weil da kommt auf alle Fälle noch was. Extra Video habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ja, und draußen habe ich jetzt auch noch eine Kleinigkeit gemacht. Die schauen wir uns jetzt schnell an. Ja, Blumenkasten, Schild, Blumenkasten, ja, und ein kleiner Aschenbecher für hier heraußen. Tja, hat Schatzi organisiert, wollte sie unbedingt hier dran haben und ich finde es auch ganz witzig. Hat mein Smokey jetzt einen Platz? Jo, dein Smokey hat einen Platz. Willst du ihn gleich ausprobieren? Noch läuft die Cam. Kannst gleich mal eine Äschern. Wie hast du den jetzt gemacht, in der Fashion? Ja, ja. Schaust du an? Ja, aber wegen der Farbe fehlt da noch. Ja, jetzt fürs Streichen bist du zuständig. Gefällt dir das so? Ich hätte ihn halt doch nicht gesetzt. Nein. So, Freunde, jetzt werde ich mich in meine Kampfschachtel zwängen. Nein, nicht in die da, sondern in die da. Und zum Shoppen fahren. Ja. Beziehungsweise nachher noch das Video, also dieses Video jetzt bearbeiten. Und dann werde ich mich mal an die Videos von der Grillkota Party machen. Ja, da gab es viele Leckereien. Ich denke, nächstes Wochenende werde ich dann einmal die Wände mit dem Tiefengrund einlassen. Da gibt es dann spätestens das nächste Bauvideo. Und ja, heute Abend mache ich noch ein Grillvideo. Leute, wir sehen uns. Ciao.